Hallo und willkommen zurück zu The Saboteur. Beim letzten Mal ist ja vieles von unserer Resistance gefallen. Und daher starte ich hier in dieser wunderschönen Höhle bei Margot und werde mich kurz eindecken mit den Sachen, die es hier im Schwarzmarkt gibt. Und ich habe hier alles voll. Ich habe keine Waffen. Dann werde ich mir mal kurz hier alles kaufen, was ich so an Extras haben kann, denn ich habe über 12.000 Schmuggelgut-Einheiten noch. Also hau ich mal rein hier. Die ganzen Karten werden voll aufgedeckt. So, dass nichts mehr geheim ist von den Sachen, die ich zerstören kann oder finden kann. Und dann suche ich mir noch ein schönes Gehhaus, dass ich statt der... Ich nehme die Tommy Gun statt der Terrorsportflinte. Und den Karabiner. Oder das Steiner. Das Steinergewehr. Statt der Trench Gun. Dann hole ich mir natürlich noch Munition dafür. Ach komm. Nein. Ach so, das ist, ich dachte, ich kann jetzt hier Munition holen, bis für alles, bis in alle Ewigkeit und alles voll, alles voll. Dann kann ich ja hier raus. Und werde mich zu dem einzigen Missionsziel begeben, das jetzt noch auf der Karte zu sehen ist, und zwar einem Rennen. Damit ich gut vorbereitet bin für das Rennen, hole ich mir auch einen Rennwagen. Mit etwas Glück befindet sich der Rennwagen von der letzten Folge noch dort. Mit etwas Pech. Was ist der Beta Romeo? Silberkralle ist das Wagen. Der Wagen. Drake ist da auch nicht. Dann nehme ich den Beta Romeo. Damit sollte ich doch das Rennen gut fahren können. Sofern ich das Auto nicht zwischendurch schrotte und der Weg nicht so lang ist, wie ich ihn in Erinnerung habe. Ich befürchte, dass es ziemlich weit weg ist. Poppen.
Querfeld ein. Mal gucken, wie ich das aushalte. Wahrscheinlich besser als die Kühe. Mäßig dem Tempo über das Auto. Schließlich will ich mein Auto ja nicht schrotten vorher. Bevor ich beim Rennen ankomme. Das wäre ja nicht so das Ideale. Was er zu sagen hat. Ah, der Ire. Ich habe sie letztes Jahr in Saarbrücken gesehen. Hätten beinahe Dirker geschlagen. Ich habe den Mistkerl geschlagen. Und ich könnte es wieder. Ihr Kampfgeist gefällt mir, Ire. Allerdings ist das hier keine schicke Grand Prix-Strecke. Hier geht's über Land. Ein hartes Rennen für harte Kerle. Dann bin ich hier goldrichtig. Freut mich zu hören. Wir fahren hier um Schmuggelgut. Schaffen Sie Ihre Karre zum Start. Von uns aus kann's losgehen. Ja, von mir aus auch. Ich bin in meinem Rennschuh und werde Vollgas geben. So, dann bin ich mal gespannt. Wirklich schön, wenn ich so langsam werde. Thank you.
konzentrieren, dass ich nicht wieder irgendwie hinreise. Vorsprung rausgeholt gerade. Und ich habe den ersten Platz gemacht. Das ist doch schön. Richtiges Auto, richtiges Spiel. Und ich habe die Silberklone 2 in der Garage freigeschaltet. Das ist doch schön. Jetzt stellt sich bloß die Frage, wie kriege ich jetzt eine neue Mission denn? Meine Karte zeigt mir wirklich keine weitere Mission an. Gut, ich könnte jetzt auch Spaß dieses Ding hier umjagen, aber... das wäre wirklich nur Spaß und nicht sinnvoll. Sehe ich hier auch keinen Nachrichtentyp laufen. Dann werde ich mich doch mal in die nächste Stadt flüchten. Und schauen, was da irgendwer kommt und mir sagt, hier, ich habe hier was für dich, könntest du mich mal... irgendwas sprengen oder sowas versuchen kannst. Fahren wir mal hier in die Stadt. Vielleicht finde ich ja irgendjemanden, der mir was zu helfen kann. Die Story voranzubringen. Hier schon mal. Wozu habe ich Stoßdämpfer? Ist hier sperrgebiet? Okay, hier kommt wirklich keiner. Ich guck mal auf die Karte. Vielleicht hilft die mir, wie es weitergeht. Die gesamte Karte. Bin ich hier schön in dem Gebiet? Hier gibt's nichts, da gibt's nichts, nur viele Grenzposten. Es gibt hier wirklich gerade nichts zu tun. Das ist Saarbrücken. Versuch mal da oben irgendwie reinzukommen. Schau mich mal hier in der Stadt um. Ich kann ja mal hier ein bisschen Punkte sammeln. In der Hoffnung, dass mir einer einen Brief oder so gibt.
Hey, venez voir. Venez jeter un œil. Da kommt einer. Un message pour toi. Tausend Dank, Mann. Ja, vielen, vielen Dank da. Du hast die Sorge gerettet. Ich habe mir erlaubt, dir einen Platz in der nächsten Maschine nach Saarbrücken zu besorgen. Leichtes Gepäck reicht. Und komm nicht zu spät. Ich warte am Flugfeld auf dich, Skylar. Danke, Skylar. Du rettest mein Spiel. Oder kommt noch jemand? Nö, die sind alle entspannt. Dann heiz ich kurz zu Skylar. Folge dabei der Straße, auch wenn es wahrscheinlich schneller wäre, wenn ich es nicht tun würde. Im Grenzposten zur Stadt. Und die Reisepapiere. Ja, alles in Ordnung. Wiedersehen. Schön, dass ich als Zerstörer von alles irgendwie durch jede Zollkontrolle, Grenzkontrolle komme. Und keiner irgendwie einen halben Verdacht hat, hey, das könnte ja der Saboteur sein. Ich habe schon ein paar tausend Leute gesehen, aber denen fällt es natürlich nicht auf. Ich habe ja astrale Papiere von dem Verräter Santos. So erschreckend, dass diese Papiere überhaupt funktionieren. Aber er versteht halt sein Geschäft und wenn es um Geld geht, spart er so. Wenn es ums Geld geht, dann liefert er nur Top-Sachen ab. Wie zum Beispiel uns. Verdacht geht auch runter. Wenn Ihre Papiere in Ordnung sind, haben Sie nichts zu befürchten. Ja. Hauptsache, du gehst weg von dem Auto. Ja, alles in Ordnung. Wiedersehen. Verdammte Scheiße, überall Blut! Schön. Das war ein kurzer Alarm. Ich muss zu Skylar. Aufs Flugfeld und dann fliegen wir nach Saarbrücken und ich bin wieder in Chinatown. Schön verwinkelte Straßen hier. Ja, dann bin ich gespannt, was ich mit Skylar noch alles erlebe. Das letzte Mal, als ich das Saboteur gespielt habe, habe ich es nicht bis zum dritten Akt geschafft. Und das Spiel einfach mal liegen lassen. Und wenn keine Straße da ist, komme ich trotzdem weiter.
das Flugfeld noch weg. Jetzt wird die Karte gucken. Hallo, Skylar! Wo ist Kessler? Wieder an der Arbeit! Dann auf zu Doppelsieg, wo die ganze Scheiße angefangen hat. Ja, ich hätte und jetzt? Was anderes erwartet. Die musst du an die kurze Leine nehmen. Ich komme mit. Das ist eine Nummer zu groß für dich, Schätzchen. Ich würde mich an deiner Stelle nicht mit dir anlegen. Ist deine Beerdigung. So oder so. Ich bring dich möglichst nah an Doppelsieg ran, ohne meinen Arsch zu riskieren. Sobald du die Kesslers hast, kommst du mit ihnen zum Flugfeld. Wir werden dort sein. Wir befreien jetzt also die Kesslers aus den Doppelsiegwerken. Und ich bin gut ausgerüstet. Ich habe einen Karabiner und ich habe... Wir müssen weiter. Die Frau haben uns sicher reinkommen sehen. Dass die ganzen Flugzeuge über uns. Das ist Skylar. Zeig sie ihm, Schätzchen. Na gut. Auch schön. Infiltriere Doppelsieg. Okay. Ein verrücktes Mädchen. Fliegt fast wie sie blöd. Na, vergiss es. Schleichen wir uns doch mal hier ganz unauffällig rein. Hast du einen Plan, wie wir bei Doppelsieg eindringen? Er steht vor dir! Geh doch mal in Deckung! Habe ich nicht gesagt, du sollst in Deckung gehen? Skylar, zeig sie ihm, Schätzchen. Genau, zeig sie ihm.
zeige ich sie ihm. Bloß Veronique nicht vergessen. Ein verrücktes Mädchen. Fliegt fast wie sie blöd. Vergiss es. Ja. Kommt auch beim zweiten Mal schlechter. Ist die schon wieder gestorben? Ey, kann die nicht einfach mal da stehen bleiben? Bei Doppelsieg eindringen? Er steht vor dir!
unserer Seite ist. Die Fabrik ist da drüben. Wir fahren mit die Hauptstadt. Ja, wir sind drin. Alarm, Alarm! Wir haben ein Sicherheitsproblem. Alle Mann auf ihre Posten! Ich auch übrigens. Du stehst wieder auf, ja? Was denn, morgen haben wir eine andere Waffe jetzt?